Liebe Zuschauer, in unserem Online-Kongress Kühn durch die Zeitenwende habe ich das große Vergnügen, mit dem Top-Anwalt, Medienanwalt unter anderem, Professor Ralf Höcker zu sprechen. Herzlich willkommen, lieber Herr Höcker. Danke, dass ich da sein darf. Ja, wir freuen uns auch darauf, denn es sind doch einige Themen, die immer noch auf den Nägeln brennen und die ich gerne von Ihnen juristisch ein bisschen eingeordnet haben möchte. Es geht um das Geheimtreffen in der Potsdamer Villa, über das Korrektiv berichtet hat. Und viele Medien, Mainstream-Medien, öffentlich-rechtliche und so weiter sind dem gefolgt. Und es sind eine Menge Falschmeldungen in Umlauf geraten, die Sie und Ihre Kanzlei im Moment bearbeiten. Was ist da genau passiert? Bei diesem Treffen in Potsdam sind viele von den Dingen, von denen die Leute glauben, dass sie geschehen sind, nicht geschehen. Es wurden keine Deportationspläne geschmiedet, bezogen auf Deutsche mit Migrationshintergrund. Es wurde nicht die Übernahme der Regierung durch die AfD geplant. Es wurde nicht geplant, Menschen außer Landes zu schaffen, die unbequeme politische Meinungen haben oder Dinge tun, die einem nicht gefallen, wie sich für Flüchtlinge zu engagieren. All das ist Quatsch. All das hat Korrektiv aber angedeutet in Meinungen, in Werturteilen, die keine Tatsachenbehauptungen waren, die wir deswegen auch nicht unmittelbar direkt angreifen konnten oder es wäre jedenfalls mit Risiken verbunden gewesen, die aber auf einen Leser so wirkten, als seien sie Tatsachenbehauptungen, als sei, würde Korrektiv also sagen, jawohl, das ist so und so passiert. Es wurden Menschen, sollten Menschen deportiert werden, mit Deutsche mit Migrationshintergrund zum Beispiel. Und selbst Journalisten haben das geglaubt und haben diesen Quatsch verbreitet und haben zum Teil noch einen draufgesetzt und haben aber klipp und klar gesagt, das ist so gewesen, das ist so, Korrektiv berichtet das so. Dagegen sind wir vorgegangen im Namen von Ulrich Voskerau und haben sehr vielen Sendern inzwischen und auch anderen Medien diese Falschberichterstattung verboten. Ulrich Voskerau, der das mit Ihnen gemeinsam durchkämpft, hat ja ein Ziel, nämlich Gerechtigkeit, dass das wieder gerade gestellt werden muss. Und meine Frage lautet, wenn zum Beispiel in einer Hauptnachrichtensendung am Abend in den Öffentlich-Rechtlichen darüber vielleicht sogar in Meldung 1 oder 2 ausführlich berichtet wird mit einem 1,30-Beitrag dazu, die Menschen empört sind, die das sehen, zu Hunderttausenden, das ist nämlich passiert, auf die Straße gehen, das ganze Land umgekrempelt wird und das alles sich im Nachhinein herausstellt, das stimmt eigentlich so gar nicht. Müsste dann nicht aus Gerechtigkeitsgründen genau an diesen Veröffentlichungsstellen auch eine Richtigstellung erfolgen? Das müsste passieren, das würde der journalistischen Ethik entsprechen, aber das ist nicht das, was passiert. Im Gegenteil, gerade die Öffentlich-Rechtlichen wehren sich mit Händen und Füßen dagegen, diese Beiträge auch nur zu löschen. Sie haben sie zum Teil über Monate im Netz gelassen, auch auf unsere Abmahnung hin, auch aufgrund nach der breiten gesellschaftlichen Diskussion, nachdem wir erste Urteile erstritten hatten, ist nichts passiert, sondern man verteidigt sich mit zum Teil hanebüchenden Argumenten, warum es denn jetzt zulässig sei, diesen Quatsch im Netz zu lassen. Und deswegen sind wir gezwungen, tatsächlich für Herrn Voskerau gegen all diese Dinge vorzugehen. Es ist ein harter und langer und teurer Kampf, den er da auf sich genommen hat. Aber er kämpft das durch und das macht er letztlich für uns alle. Das macht er für uns alle. Er braucht auch Geld, um das alles bezahlen zu können. Es gibt, glaube ich, eine Spendenaktion für ihn. Richtig, ganz genau. Bei GoFundMe sammelt er Geld, um die Kosten, die er schon bisher hatte, zu bezahlen. Er wird wahrscheinlich noch einiges mehr brauchen, denn die Sender gehen vermutlich alle in die nächste Instanz, sodass der Kampf noch ein bisschen länger dauert. Aber wer möchte, kann ihn dort unterstützen. Bei GoFundMe wird gesammelt für seinen juristischen Kampf, den er, wie gesagt, letztlich im Interesse von uns allen führt. Viele Menschen sagen, ich weiß nicht, was ich tun kann gegen die viele Ungerechtigkeit, die ich im Moment auch durch die Medien verursacht sehe und in der Politik. Das wäre ja zum Beispiel eine Maßnahme, dass man sagt, okay, und wenn es nur 5 Euro sind, aber wenn es viele Menschen tun, dann ist der Gerechtigkeit und vor allem der Aufarbeitung in Richtung Wahrheit ja auch sehr
geholfen. Richtig. Man kann eine Menge tun. Man kann in diesem Fall spenden und jemanden wie Herrn Vosgerau diesen Kampf führen lassen. Man kann selber tätig werden, indem man Briefe schreibt. Briefe an seine Abgeordneten, Briefe an die Sender, in denen man sich beschwert über das, was da passiert. Man kann in seinen eigenen sozialen Medien sich äußern. Bei Facebook wird das möglicherweise runtergeregelt, aber bei Elon Musk's Ex kann man sich inzwischen äußern. Und selbst wenn man nur wenige Follower hat, selbst wenn es nur 20 sind, dann erfahren vielleicht 3 davon, die sonst nichts davon mitbekommen haben. Also jeder kann was tun. Wir leben in einem Zeitalter, in dem jeder Mensch Medium sein kann. Und das sollte jeder nutzen. Jeder kann sich journalistisch betätigen, denn das Netz ist noch offen. Wir werden in unserem Kongressinterview sprechen über die Begriffe Hass und Hetze. Wir werden über die Rolle der sozialen Medien sprechen. Und ich werde Sie natürlich auch bitten um eine Einschätzung, wie es jetzt durch Herrn Trump, durch den neuen US-Präsidenten in Amerika weitergehen wird. Wollen Sie uns dazu eine kurze Einschätzung hier auch geben? Ich glaube, dass es zu einem transatlantischen Kulturkampf kommen wird zwischen den USA, die sich für die Freiheit der Rede einsetzen. Das ist traditionell schon immer so gewesen, unter Biden vielleicht nicht ganz so, aber unter Trump ganz sicher. Und auf der anderen Seite den Europäern, die im Sinne eines autoritären Nanny-Staats, der seinen Bürgern nichts zutraut, der glaubt, sie vor falschen Meinungen, vor Hass und Hetze schützen zu müssen und die sich deswegen anmaßen, sogar umgekehrt auf der anderen Seite des Atlantik Plattformen unter Druck zu setzen. Die großen sozialen Medien, die sitzen nun mal alle in den USA und die EU-Kommission maßt sich an, diese dort sitzenden amerikanischen Medien den eigenen europäischen Regeln, die letztlich auf einen Nanny-Staat hinauslaufen, zu unterwerfen. Sind wir mal gespannt, was dabei herauskommt. Ich danke Ihnen sehr für die vielen Hinweise und Informationen und freue mich auf das Interview. Danke, Herr Höcker. Ich danke Ihnen.